Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Oh je. Armer Florian Silbereisen. Obwohl der Sänger am 26. Dezember sein Traumschiff-Debüt feierte, muss er nun einen herben Tiefschlag verkraften. Bei Florian Silbereisen ist ordentlich was los. Am zweiten Weihnachtstag war der Schlagerstar erstmals in seiner neuen Rolle als Traumschiff-Kapitän Max Parker zu sehen. Für seine Fans ein absoluter Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige. Schon bevor Florian Silbereisen am zweiten Weihnachtstag bei das Traumschiff zu sehen war, musste sich der Sänger immer wieder einer Reihe von Vorwürfen stellen, dass er als Schauspieler keine gute Figur abgeben würde. Aber auch nach seinem Debüt nehmen die Anfeindungen kein Ende. So schießt nun Desiree Nick gegenüber Bild in Richtung Florian. Florian Silbereisen ist eher der Bergdoktor als ein Kapitän von der Waterkant. Sind er als nächstes in Bayreuth? Sie ergänzt, ich finde sein Engagement schamlos und respektlos der Schauspielkunst gegenüber. Autsch. Definitiv harte Worte. Doch zum Glück kann sich der Sänger auf die Unterstützung einiger anderer Promi-Kollegen verlassen. Während Desiree Nick nur wenig von Florians Schauspieldebüt hält, kommen Patrick Lindner und Uschi Gels aus dem Schwärmen über Kapitän Max Parker gar nicht mehr heraus. So verkündet Patrick, ich gratuliere Florian zu dem sensationellen Erfolg. Wolfgang Radermann wäre sicher sehr damit einverstanden und erfreut gewesen. Uschi ergänzt, er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Der kann das. An Bord weht jetzt mal ein neuer Wind durch die vielen jüngeren Gäste. Alles ist frecher und witziger. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Florian die Kritiken nicht allzu sehr zu Herzen nimmt. Danke fürs Zuhören, tschüss.